Afrofuturismus wird oft als Genre oder Black Science Fiction definiert, dabei ist es mehr als das. Afrofuturismus ist eine Art des Denkens und ein Universum aus Kunst, Musik, Literatur und Kultur, das Gegenperspektiven zu präsenten Gesellschaftsentwürfen bietet, mit schwarzen Menschen im Mittelpunkt. There are black people in the future, das ist der Grundgedanke von Afrofuturismus. Schwarze Menschen existieren in der Zukunft und schreiben sich selbst in die Zukunft ein mit ihren eigenen Utopien und Visionen. Wenn ich Afrofuturismus beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist ein Zusammenspiel aus Imagination, Technologie, schwarzer Befreiung, Kultur und kosmologischer Spiritualität. Konzepte von Race, Class und Gender werden hinterfragt und neu gedacht. Ein großes Potenzial von Afrofuturismus ist, dass es die Möglichkeit bietet, Schwarzsein in die Zukunft einzuschreiben und sich damit neuen Zukunftsentwürfen zuzuwenden, sich aber dabei auch auf alte Traditionen zu besinnen und damit Konzepten aus dem Westen einen Gegenentwurf zu bieten und sich davon abzuwenden und eine eigene Tradition zu schaffen. Past, Present, Future. Es ist ein Zeitverständnis, das zirkulär ist. Das heißt, es geht nicht immer nur um Fortschritt, um okay, wir gucken in die Zukunft, sondern es geht auch darum, dass man sich auf die Vergangenheit besinnt und aber in der Gegenwart die Probleme angeht, indem man neue Zukunftsentwürfe erstellt. Einer der Pioniere auf diesem Feld ist auf jeden Fall Sun Ra, der Jazzmusiker. Der hat sich viel in seiner Musik, aber auch in seiner Ästhetik auf altägyptische Traditionen besinnt und sich davon inspirieren lassen und damit eine Vision für schwarze Menschen geschaffen, indem er gesagt hat, dass die Erde kein Ort ist, auf dem schwarze Menschen überleben können und dass er quasi der Erlöser der schwarzen Bevölkerung ist und aus dem Weltraum gekommen ist, um sie zu retten und sie auf einen anderen Planeten zu bringen. Und er selbst kommt vom Planeten Saturn, sagt sich damit quasi von Planeten Erde ab und auch vom Menschsein, weil er selbst von sich behauptet, dass er ein Alien ist. Damit war er einer der Ersten, der dieses Genre Afrofuturismus stark geprägt und inspiriert hat. Ich glaube, damit war er so erfolgreich, weil er das erste Mal abseits von unseren westlichen Konstrukten gedacht hat und sogar abseits von unserem Planeten Erde. Das erste Mal quasi als Zufluchtsort einen anderen Planeten geboten hat und damit auch so den Weltraum aufgemacht hat. Es gibt ja diesen Wettlauf um den Weltraum, der ja sehr stark in den 70ern in Amerika sehr stark war, auszubrechen aus diesem System und sich was Neues zu imaginieren, war zu dem Zeitpunkt komplett neu. Erst zu seinem Tod hat es überhaupt so einen großen Anklang gefunden, dass diese Idee, okay, von Space is the Place, wie ja auch sein Kurzfilm heißt, so revolutionär wurde. Diese Einflüsse lassen sich auch heute finden und Sun Ra wurde abgelöst durch unterschiedliche KünstlerInnen von Hip-Hop bis zu Detroit Techno, zu Jazz, zum Beispiel Sons of Kemet, die mit ihrem Album Black to the Future sich mit dieser Idee auseinandersetzen, wie können wir mit unserer Vergangenheit die nutzen, um in die Zukunft zu schauen und neue Ideen und neue Musik zu schaffen aus unserer vergangenen Tradition. Der Kern von Afrofuturismus ist dabei, dass Schmerz und Gewalt, die durch Unterdrückung passieren, transformiert werden und in ermächtigende Narrative umgewandelt werden. Und das finden wir vor allem auch in afrofuturistischer Musik, die auch eine politische Message hat, und zwar die des Widerstands durch Imagination. Die Möglichkeiten sind dabei unendlich.